Geschafft! Juhu! 365 Tage auf Langfahrt im Hintergrund türkisblaues Wasser, das war das Ziel. Ja. Ihr bekommt heute einen kleinen Erfahrungsbericht von uns. Das wird ziemlich raw und uncut werden. Wir werden jetzt hier kein fancy Video mit Tralala, Tüdli und Teteri machen, sondern wir bringen die ungeschönte Wahrheit. Oh ja, ungeschönte Wahrheit. Also ja, Hafenkino steht auch immer für Pleiten, Pech und Pannen. Ich werde nächste Woche nach Deutschland fliegen, Christoph wird nachkommen. Wir werden weiterhin euch mit Videos versorgen, so wie wir euch damit versorgen können, was wir haben. Wir haben noch einiges in petto, dass eben, wir sind ja nicht 1:1 von der Zeit, außer dieses Video. Es kann aber auch gut sein, dass einfach nächste Woche oder irgendwann mal ein oder zwei Wochen kein Video von uns kommt. Das tut uns leid, das können wir jetzt aber nicht ändern. Das ist so und wir hoffen, dass ihr uns trotzdem treu bleibt. Wir hoffen, dass ihr dabei bleibt, denn es wird weitergehen. Geht vorher los mit einer kurzen Einleitung, weil ihr müsst ja wissen, wo praktisch, ja, was war der Punkt, von dem wir ausgegangen sind. Viel Spaß dabei. Wir sind Marion und Christoph, wir kommen aus Hamburg und wir hatten schon lange den Traum, auf Langfahrt zu gehen. Wir hatten vorher ein 8-Meter-Schiffchen an der Ostsee liegen, 3 Jahre lang und hatten den Eindruck, wir können segeln. Und wir sind bereit dafür. Und dann haben sich Ereignisse überschlagen, uns ist ein Boot zugelaufen in gewisser Weise. Mit den Jobs, mit, ja, das hat sich irgendwie geregelt und ja, dann auf einmal, das Glück war uns hold sozusagen und es wäre doof gewesen, wenn wir die Situation nicht ergreifen. Und das haben wir getan und das hieß dann für uns innerhalb von 6 Monaten ja, Boot vorbereiten, Wohnung auflösen, alles verkaufen und abfahren. Wir hatten für uns beschlossen, wir möchten lieber los und nicht noch 2 Jahre lang das Boot aufarbeiten, weil wir uns kennen und wissen, wir werden da nicht los. Deswegen haben wir gesagt, wir fahren los, machen das Nötigste und den Rest unterwegs. Irgendwann im Juli letzten Jahres war es dann soweit, das Boot war fertig und wir haben uns aber entschlossen, weil der Ärmelkanal sozusagen wie eine Wand vor uns stand. Wir wussten nicht, wie wir das mit unseren Fähigkeiten wirklich verlässlich meistern können und haben uns dann Hilfe gesucht. Das war Christiane und Dieter. Sind wir sehr, sehr froh darüber, dass wir die beiden gefunden haben. Wir durften unglaublich viel von den beiden lernen. Die haben wir gefunden, die sind mit uns losgefahren und jetzt fahren wir sozusagen los. Wir gehen in das erste Kapitel und das erste Kapitel heißt Stolpern und Hinfallen oder Apokalypse Now. Genau, Apokalypse Now, weil wer den Film kennt, weiß, worum es geht. Ja, man verbindet ja mit Losfahren für dieses Wasser, sorgloses Leben, Sonne, Segeln. Alles funktioniert. Ja. Ja. Und dann sind wir losgefahren und es hat gar nichts funktioniert, weil... Also, Entschuldigung. Unser Etappenziel oder unser Ziel war es, in möglichst wenigen Etappen durch bis nach Brest zu fahren, möglichst schnell. 3 Etappen hatten wir uns so vorgestellt. Die erste sollte eigentlich gehen bis Flieland. Mhm. Bis, ja. Flieland. Wir haben es die erste Etappe gerade mal bis nach Cuxhaven geschafft. Also 30 Meilen. Die Elbe hoch und wieder raus. Und das war im Prinzip der Startschuss für Pleiten, Pech und Pannen. Also wir hatten den Wind gegen an, wir hatten Welle, hohe Wellen, scharfen Wind, wir hatten Wasser im Boot, wir hatten einen Autopiloten, der nicht mehr wollte, ausfallende Elektrik, es war alles dabei. Moral ging so runter? Moral ging runter. Das Ende vom Lied war, dass wir in Amsterdam... Willst du durchmachen? Ja. Gut. Wir wollten in Amsterdam raus, sind nach Amsterdam reingefahren, haben keinen Liegeplatz bekommen. Erst nach hin und her dann doch noch in einem ganz kleinen Hafen. Dabei haben wir uns beim Versuch anzulegen bei Böen das Solarpanel kaputt gemacht und den Relingsdraht gerissen, sind dann durchgefahren nach Almulden, um dort bei Neunerböen anzulegen und ein Motorboot noch mitzunehmen. Man muss dazu sagen, es ist nichts passiert, weder dem Motorboot noch uns, aber unsere Seele war kaputt, das Boot war
kein einziges Chaos, nass, durcheinander. Gefühlt kaputt und unzuverlässig. Ja. Ja. Also die Stimmung ging rapide runter auf der Fahrt und wir sind auch beide ineinander, also in uns zusammengefallen, weil das so viel Stress war die letzten 6 Monate, dass wir an der Stelle auch gar nicht mehr konnten. Und wir waren so kaputt und in uns gekehrt, dass wir auch außer das Negative von den ersten Sachen gar nicht viel mitbekommen. Also ich habe gefühlt nur Wäsche gewaschen, weil alles voller Wasser war. War alles voller Wasser. Immer wieder Wasser. Und ich habe nur jedes Mal, wenn wir irgendwie raus waren, habe ich Wäsche gewaschen. Ich kenne von den Häfen, die wir angefahren sind, bis nach Almulden, das waren 3 Stück, kenne ich die Waschräume, also die Waschmaschinen. Und sonst nichts. Ich kann mich noch nicht mal mehr so richtig dran erinnern. So verdrängt war das. Und die nächsten 3 Tage im Sturm im Hafen von Almeuden waren dann eigentlich eher so ein bisschen zur Ruhe kommen, Boot reparieren, ja, und so ein bisschen Bestandsaufnahme. War, ist es das, was wir können und wollen? Können wir eigentlich weitermachen? Oder ist hier die Reise schon zu Ende? Also das war wirklich auf dem Tiefpunkt. Ja. Und wir haben uns aber dann entschlossen, also, das soll es noch nicht gewesen sein. Genau, wir haben da mit Dieter und Christiane auch ganz lange drüber gesprochen. Ja. Sehr lange und sehr viele und vor allem sehr, sehr ehrliche Gespräche gehabt, ja, was ich Dank. Ganz toll fand und was uns in dem Moment wirklich geholfen hat. Auch Finger in Wunden reingelegt, aber auch Finger über Wunden drüber. Und und wir haben verschiedene Optionen durchgesprochen, von wir hören jetzt auf, wir versenken das Boot, bis hin zu wir fahren weiter, wir gehen ein Jahr ins Eiselmeer, verschiedene Variationen. Stimmt. Und wir haben uns dann entschieden, nee, wir können schon was, wir waren einfach nur viel zu durch. Und das Boot an sich hat eine gute Substanz, das haben wir uns vorher mehrfach bestätigen lassen. Das Boot kann es auch, wir können es auch und wir wollen weitermachen. Das war eine harte Entscheidung, ein schwerer Kampf. Aber wir haben uns dafür entschieden, auch wenn alles an uns vorbeiging. Und Dieter und Christiane haben dann mit uns angefangen, uns aufzurichten, das Boot aufzurichten, ein bisschen zu reparieren und haben mit uns Hafenmanöver gemacht. Leinen werfen, als Ostseesegler kannst du das nicht. Ja. Das war super, da profitiere ich noch heute von, auch wenn wir jetzt keine Leinen im Moment werfen müssen. Aber das hat so unfassbar viel gebracht und ich bin auch sehr dankbar darüber, dass sie so geduldig mit uns waren, weil ich glaube, ich war zum Beispiel in der Zeit gar keine leichte Person. Also gar nicht. Wir beide nicht. Also das war ja wirklich Tiefpunkt, da kann man sich vorstellen, was da auch los ist. Aber die Entscheidung war der Startpunkt zu sagen, so, jetzt geht's weiter. Genau. Also wir sind mit Dieter ja in Almeuden losgesegelt und nach Breskens runter in den Niederlanden. Das ist nicht so arg weit. Da hatten wir das erste Mal so ein bisschen schönes Wetter, leichter Wind, nett zum Segeln. Wir haben uns dann mit der Windfahnensteuerung beschäftigt. Die hatte ich nach wie vor nicht verstanden. Wir haben es ja dann zu zweit so einigermaßen zum Laufen gekriegt, wobei der Autopilot nach wie vor sehr unzuverlässig funktioniert hat. Und ja, das waren so die ersten netten Tage. Wir sind ein paar Mal in Häfen reingegangen, da hat das Anlegen auch funktioniert. Und es kam so langsam so ein bisschen Ruhe ins Schiff. Also nach dem Motto, wo ist mein Krönchen? Und ich setze das jetzt mal so langsam wieder auf. Aber ja, es war immer noch sehr viel zu reparieren. Also es war jetzt nicht so, dass wir an dem Punkt waren, dass wir sagen konnten, nee. Ah, schön, jetzt geht's vorwärts. Also bis Breskens, solange Dieter noch bei uns war, war das wirklich noch so betreutes Segeln. Ja. Ist einfach so. Und dann kommen wir auch schon zum nächsten Viertel und zum nächsten Kapitel, Kapitel 2, Kevin allein zu Haus. Oder auch aufstehen, Krönchen richten, weitermachen. Dieter ist in Breskens geplanterweise, beziehungsweise er hat uns eine Woche mehr gegeben, dann von Bord gegangen. Christiane hat ihn abgeholt, hat uns die ersten Ersatzteile mitgebracht, was schon mal ganz toll war und die auch Christiane wiederzusehen. Ja, und dann war Dieter von Bord und ja, wir waren alleine mit dem Schiff. Also das erste Mal so echt alleine in einem Hafen und alles, was wir jetzt machen, muss klappen. Ja. Und das war erstmal hart. Da haben wir erstmal 10 Tage gebraucht, bis wir dann den Mut zusammengerafft haben. Wir haben repariert in der Zeit die Elektrik. Es hat auch geregnet. Es hat geregnet. Es war schlechtes Wetter. Der Multiplus hat gesponnen, die Elektrik hat gesponnen. Wir haben Sachen repariert, haben dann uns sortiert und sind dann neu losgefahren. Genau, als dann das Wetter gepasst hat,
endlich gepasst hat, mussten wir uns halt die Karten legen und sagen, so, jetzt weiter hier in Prescott sitzen bleiben, wie der Katamaran, der da vorne ist und schon seit 50 Jahren liegt, oder vielleicht doch weiterfahren. Und dann haben wir gesagt, ja, wir wollten nicht in Prescott enden. Wir fahren weiter. Und das war, ich glaube, wir haben beide ein bisschen gezittert an dem Morgen, als wir los sind. Ja, Prescott, das ist ja auch, also Holland hat ja schon Tidenunterschiede und auch Strömungen, aber ab dann ist noch nicht der englische Kanal. Aber es geht Richtung englischer Kanal. Du fährst dann so über Belgien nach Frankreich und von Prescott aus, der erste Schlag, der war überwältigend, weil wir wollten eigentlich in Belgien Stopp machen, haben tolles Wetter gehabt, also es war ruppig und wir sind hoch am Wind gesegelt, haben uns aber dann vor, ich weiß gar nicht mehr, wo das war, irgendwo in Belgien entschlossen, wir fahren durch. Ich habe mich mit der Tide verrechnet. Newport war es gewesen, genau. Wollten wir raus. Ich habe mich mit der Tide verrechnet, wir sind ab dann gegen die Tide gefahren, in Welle gegen uns und hoch am Wind. Also das war ganz schön Hackwelle. Ja. Und dann knickt das Fahrwasser mehrfach ab. Es war nicht so ganz einfach, also das erste Mal auch richtig navigieren und so. Und dann sind wir in Dunkerque angekommen, da waren wir schon mal gewesen mit einem Freund auf dem Schlag. Und das war zum einen bekannter Hafen, das Anlegen hat super geklappt. Wir haben Zoll an Bord gehabt, die uns natürlich durchsuchen wollten, weil wir aus Holland direkt durchgefahren sind und natürlich Drogen an Bord hatten, haben wir natürlich nicht gehabt. Aber da Christoph Französisch spricht, ist das dann ausgeartet in eine ganz nette Unterhaltung mit allem drum und dran. Ja. Also war nicht so schlimm. Das war nicht so schlimm, genau. Wir haben dann verschiedene Sachen wieder repariert und sind dann auch bald weitergefahren. Ja. Und was ist der nächste Abschnitt? Bis Boulogne, wir sind bis Boulogne zum Meer gefahren, aber wir wollten ja keinen Reiseabschnitt eben machen. Genau. Also nachdem der Weg nach Dunkerque so hervorragend lief, hatten wir auch dann wieder Mut gefasst und sind weitergefahren. Wir sind Tagesetappen gefahren, was man an der Stelle ziemlich gut machen kann, und es war wirklich so, von jeder Etappe zu Etappe war es besser und wir waren wirklich ruhiger und wir konnten auch irgendwann anfangen, das Ganze zu genießen. Wir konnten Boulogne-sur-Mer, haben wir uns angeschaut, von oben auf den Berg gegangen, übers Nausicaa, das türkisfarbene Meer angeschaut. Wir sind Dieppe spazieren gegangen an der Küste, und ja, wir konnten es aufnehmen und wir konnten das sehen, was um uns herum passiert, endlich. Und wir waren da wirklich unendlich glücklich darüber. Wir hatten nur immer noch so ein bisschen die Sorge mit der Zeit, weil wir irgendwie, Biskaya, wir müssen über die Biskaya rüber und es ist ja schon August und es ist alles so eng mit der Zeit. Und wir haben irgendwann auf dem Weg, unterwegs haben wir gesagt, nee, reisen statt rasen, wir wollen reisen. Und wenn wir es dieses Jahr nicht über die Biskaya schaffen, yeah, so what? Also die Biskaya selber, die Bucht der Golf de Gascogne, ist wunderschön, hat ganz tolle Orte, Häfen und so weiter. Dann fahren wir halt in die Biskaya rein, suchen uns irgendwas zum Überwintern. Wir müssen es nicht, wir haben kein Ziel. Und in dem Moment, wo wir diese Entscheidung getroffen hatten, hatten wir auch wirklich Ruhe und konnten uns auf das konzentrieren, was um uns herum passiert ist. Also bis dahin kann man festhalten, es gab so zwei Punkte, die uns auch andere Langfahrtsegler rückgespiegelt haben. Das erste ist nach dem Losfahren diese Krise, die hatten wir zweimal, also in Eimolden und in Breskens in gewisser Weise. Und dann aber danach auch dieses, ja, wie ist denn jetzt dieses neue Leben eigentlich, und dieses Geschwindigkeit rausnehmen und anfangen zu genießen und vielleicht auch Pläne über Bord werfen. Und genau. Und zwischendrin, Pläne über Bord werfen ist ein gutes Stichwort, hatten wir auch eine Situation, die, wie soll ich ihn sagen, sie hat uns nicht überfordert, sie war halt sehr herausfordernd. Wir sind morgens losgefahren in Dieppe und wollten abends in Fécamp raus. Der Wind, also wir haben ihn die ganze Zeit gegen angehabt, die Wellen wurden von einem Meter bis zu 2,5 Meter immer höher und wir sind gegen angedampft, kamen dann nach 6 Stunden in Fécamp an und hatten genau die Situation, die der Reeds eigentlich gesagt hat, fahr auf keinen Fall rein, das ist viel zu gefährlich. Und ja, wir standen dann vor Dieppe, vor Fécamp, und sind dann aber umgedreht, nachdem die nächsten zwei Schiffe auch vorbeigefahren sind und wir gesagt haben, nee, das ist zu riskant.
und sind umgedreht und zurückgefahren. Hat sich wie eine Niederlage angefühlt. Wir haben danach Videos gesehen von Segelschiffen, die versuchen, in Fécamp reinzufahren, bei genau der Situation. Das wäre das Ende unserer Reise gewesen. Also ja. Wir haben gut gehandelt. Ja. Das war für uns dann auch praktisch die Rückmeldung. Wir sind zwar vorsichtig, ängstlich, aber vielleicht auch gut beraten durch unsere Angst an manchen Stellen. Ja, also die wichtigste Lektion oder unter was man es stellen kann, ist einfach umdrehen, ist immer eine Option. Ja, ja. Also es ist kein Verlieren keine Schwäche, sondern immer eine Option. Und das ist wichtig. Und das hat uns auch auf dem Rest der Reise wirklich immer wieder geholfen, wenn wir vor solchen Situationen standen, zu sagen, halt, Moment, aber umdrehen ist auch eine Option. Ja. Uns hatten andere Segler gesagt, passt mal auf, wenn ihr nach Cherbourg kommt, das ist die Palmengrenze. Ab dort haben alle Häfen Palmen. Und wir sind, als wir in Cherbourg angekommen sind, sind wir nachts angekommen. Wir mussten da das erste Mal nachts anlegen. Das war für uns sehr, nicht herausfordernd, aber sehr aufregend. Hat aber alles super geklappt und am nächsten Morgen, als wir aufgewacht sind und zum Marinabüro gegangen sind, waren da Palmen gestanden. Und das war wirklich so, guck mal, die Palmengrenze. Wir haben einen richtig dicken, fetten Teil unserer Reise geschafft. Ja, das war allerdings, Entschuldigung, lag dann auch noch was vor uns. Ja, also erstmal Cherbourg war irgendwie ja so ein bisschen Urlaub. Wir hatten auch das Glück, als wir in die Stadt gegangen sind, wir haben zum einen ein ganz tolles libanesisches Restaurant gefunden, was irgendwie so gleich dieses Urlaubsgefühl verstärkt hat. Da war so ein kleiner dreieckiger Platz, wo abends so ein Restaurant aufgemacht hat mit Lampions unter einer Platane, also Frankreich halt. Ne? Also ich weiß, viele Leute haben gesagt, Cherbourg ist hässlich. Wir haben dort wunderschöne Ecken gefunden. Ja, genau. Aber Cherbourg, es gibt danach, gibt so Punkte. Im Reach steht zum Beispiel drin, wenn du um Cap de la Arc rum bist, also da bei den englischen Inseln und zwischen dem französischen Festland, Richtung Saint-Malo da runter, wo die Strömungen und die Tidenhügel so extrem stark sind. Da gibt es halt das sogenannte Alderney Race. Das ist halt, wo sich die Gezeiten zwischen den Inseln und der Küste durchpressen. Das gibt es ab jetzt häufiger. Und da stand im Reeds halt mehr oder weniger drin, ja, du stirbst. Also das schäumt das Meer, das stellt sich auf. Es gibt dort Eddies, also stehende Wellen. Man soll dort nicht mit mehr als 3 Windstärken durchfahren und schon erst recht nicht Wind gegen Welle. Und ja, das hat bei uns zu sehr, sehr viel Sorge geführt. Und wir haben dann Locals gefragt. Die waren wieder ganz cool, die Franzosen. Die haben gesagt, oui, ça remue un peu. Also das rührt halt so ein bisschen. Und dann habe ich gesagt, ja, aber Welle und so, oui, c'est blanc, c'est tout blanc, also es ist alles weiß, wo ich mir erstmal denke, ja, so ganz vertrauenserweckend klingt das nicht. Also wir haben uns dann ein gutes Wetterfenster gesucht und ja, zu gut offensichtlich. Wir sind dann durchgefahren, da war nix. Flaute. Da kannst du immer sagen, oh, die Eddies, da muss man außen rumfahren und hier, guck mal, auf der Karte sind sie eingezeichnet, dann gucke ich auf die Karte, da sind sie irgendwie, nix. Nüschte, Ententeich. Also was man aber dazu sagen muss, ist, auf dem Weg nach Cherbourg, und das wussten wir in dem Moment, wussten wir in der Nacht nicht, ist schon der erste Ra. Die Franzosen sagen der Ra dazu. Ist schon der erste. Und wir haben das gar nicht gewusst, dass wir schon sowas überlebt haben. Das war irgendwie, Christoph sagte irgendwie so, ja, da durchgefahren, 5 Knoten Strömung mit, alles total super. Und nach dem, oder in der Vorbereitung auf das Alderney Race, haben wir das nachgelesen. Und dann stand da eben genau das Gleiche auch drin und vorsichtig und ja, nicht zu nah und da außen rum und dort langsam und was weiß ich. Wir sind halt einfach losgefahren und durchgefahren. Das Lustige, das war unsere erste Übernachtfahrt. Und wir sind da losgefahren, hatten irgendwann auch logischerweise kein Internet mehr. Und dann habe ich mich halt das erste Mal so richtig mit dem Reeds tatsächlich für diesen Abschnitt tiefer auseinandergesetzt. Wir haben ihn vorher gelesen. Und dann habe ich da auch das erste Mal mich mit den Gezeitenkarten näher beschäftigt und die auch das erste Mal so richtig verstanden. Und habe dann festgestellt, oh, wenn ich jetzt tiefer fahre, weil wir haben ja eh keinen Wind, wir Motoren, wenn ich jetzt tiefer fahre, dann kann ich die Strömung mitnehmen. Die geht bis auf 5 Knoten hoch. Yeah, die nehme ich mit. Und das war eben so ein Ra. Und ja, gut, es war Flaute, aber
das Boot schob mit 4 Knoten plus Standgas mit 2 Knoten, mit 6 Knoten dahin. Das war unglaublich, deswegen kamen wir dann auch nach zu früh an. Ja. Ja, genau. Also wir hatten das erste schon überstanden, ohne es zu wissen. Ja, also es war dann, das Elderly Race war für uns auch so gut dann zu sehen, dass es, ja, es ist wie immer, ne? Eine gute Vorbereitung ist halt einfach alles. Und wir waren mehr als gut vorbereitet. Wir hatten von anderen gehört, die nicht so vorbereitet waren, die dann da ordentlich eins auf die Nase gekriegt hatten, mit richtigen Wellen auch und sowas. Und ja. Also, wir waren da zufrieden mit unserer Leistung. Ja, also die Da muss man jetzt sagen, Angst als Berater, an der Stelle war er zu gut. Also sozusagen, wir mussten jetzt erstmal feststellen, wie wenig oder wie viel wir Angst wir zulassen dürfen, um nicht in Stillstand zu verfallen. Und das war sozusagen der Punkt dann. Danach, also die Etappen danach, da wurde es so langsam richtig nett. Genau. Und da hatten wir ja nochmal ein, zwei von den Stellen, die waren dann auch okay, weil wir wussten, wie wir damit umgehen sollen. Und dann hatten wir auch keine Sorgen mehr. Genau. Und hatten uns sogar getraut, in den ersten gezeigten unabhängigen Hafen, mehr oder weniger gezeigten abhängigen Hafen reinzufahren nach Aberfrack in der Bretagne, weil wir einfach es gelernt haben, damit umzugehen. Mhm. Und sind dann das allerletzte Stück nochmal rausgefahren nach Camaret und waren. Also wir haben uns vor Camaret-sur-Mer haben wir uns abgeklatscht, weil wir gesagt haben, wir haben den englischen Kanal. Das, was am ersten Teil vor unserer Reise so wahnsinnig vor uns stand, haben wir die erste Etappe richtig, also den Kanal jetzt nicht dorthin zu kommen, richtig gut für uns zu zweit gemeistert und es hat uns unheimlich viel Spaß gemacht. Es waren viele Situationen dabei und auch ganz tolle Länder, also ganz tolle Dinge, die wir gesehen haben. Ja. Also zusammenfassend muss man sagen, wir hatten ja echt Sorge gehabt vom englischen Kanal mit unseren Erfahrungen. Also man kann es wirklich machen, auch mit relativ wenig Erfahrung, weil der Vorteil ist, von West nach Ost wird ja die Gezeitenhöhe, die Strömungen und auch die Tiden immer stärker und da wächst man rein und deswegen kann man das eigentlich schon relativ gut machen. Genau. Und dann kommt auch schon der dritte Teil unter dem Titel Fast and Furious. Wann beginnt denn jetzt die Langfahrt? Genau, wann beginnt denn jetzt die Langfahrt? Genau, wir waren ja immer noch so ein bisschen auf der Suche, was ist denn eigentlich die Langfahrt und wie fühlt sich das eigentlich an und wie sind die Lebensabläufe, wann segel ich, wann repariere ich? Das war irgendwie noch mehr oder weniger offen. Und nachdem wir so den ersten Schritt ja hatten, nämlich den Ärmelkanal, war der zweite große Angstpunkt, den wir hatten, schaffen wir es eigentlich über die Biscaya. Wir waren schon relativ spät, das war schon September und wir hatten so ein bisschen die Sorge gehabt, schaffen wir das überhaupt über die Biscaya? Biscaya hatten wir Flo mit dabei. Flo, ein Freund von uns, der wollte unbedingt gerne mit über die Biscaya fahren und wir haben gesagt, na, wir lassen uns nicht schlagen, wir nehmen gerne jemanden mit, wir haben ja gute Erfahrungen damit gemacht. Und Flo ist so ein Dr. Ein Alleskönner, das ist Dr. Flo, der kann ganz furchtbar viel alles reparieren. Und das ist natürlich ganz cool, weil ne, unser Autopilot, wie schon gesagt, ja nicht so richtig funktioniert und mit der Windfahne, das war auch alles noch so. Und das war halt gut, ein drittes Mal als Backup dabei zu haben. Ja. Und deswegen haben wir natürlich nicht Nein gesagt und haben gesagt, Flo, komm mit, bitte, bitte. Ja, genau. Und Flo kennt auch nichts. Also wir waren ja dann irgendwann an dem Punkt, wir sind jetzt praktisch bei dem Punkt, fahren wir über die Biscaya ja oder nein. Wir waren morgens, wir sind früh aufgestanden, um die Entscheidung zu treffen, haben viel zu lange gebraucht, die Entscheidung zu treffen, passt uns das Wetterfenster ja oder nein oder fahren wir doch die Küste runter. Als wir sie getroffen haben, war es schon relativ spät und dann haben wir festgestellt, aber vielleicht noch mal ein bisschen Diesel wäre nicht schlecht. Und dann ist Flo mit dem Faltrad losgefahren und hat mit dem Faltrad 60 Liter Diesel geholt auf dem Faltrad. Vielleicht können wir das Bild einblenden, das war der Brüller schlechthin. Und ja, wir sind dann doch losgefahren, relativ spät und die Biscaya war sehr freundlich. Also wir haben es geschafft, die Windfahnensteuerung zum Steuern zu bringen. Wir haben Delfine gehabt, wir haben, als wir Neptun geopfert haben und Poseidon, kam wirklich der Wind in dem Moment auch. Und
Ja, das war schön. Also es war, ja, es war toll. War toll. Wir haben eine ganz lange atlantische Dünung dann gehabt am Tag drauf und Flaute. Also wir sind gesegelt die 24 Stunden. Dann hatten wir Flaute, weil wir aus dem Wetterfenster rausgerutscht sind. Und haben zwischendrin einen vermeintlichen Seenotfall noch gehabt. Wir haben am Horizont was gesehen, was wir für eine Rettungsinsel hielten. Sind dann hingefahren, haben sie aber dann festgestellt, als er dort ankam, das ist so ein Badeflamingo, dieses riesige Ding, so ein Donut mit so einem Rüssel. Ja, den haben wir dann natürlich eingesammelt und mitgenommen. Und dann am zweiten Abend der Biscaya haben wir dann noch Delfine im tollen Abendlicht gesehen, mit Spiegelungen auf dem Wasser, Fischen, die aus dem Wasser springen. Es war magisch. Und dann waren wir in A Coruña. Und da war praktisch unsere zweite große Reparaturpause. Flo und ich haben uns an den Motor rangemacht, haben am Motor eine Leckage beseitigt. Wir haben den Autopilot repariert, der hatte auch eine Leckage, der funktioniert tadellos seitdem. Also Wir hatten dann nicht nur einen Autopilot, der funktioniert, sondern eine Windfahnensteuerung, also ein doppeltes Backup. Ein AIS, was funktioniert. Das hatten wir vorher gar nicht. Also war wieder ganz viel Vertrauen in das Boot auch da und auch in unsere Fähigkeiten. Also Biscaya war, glaube ich, auch so ein Drehpunkt für vieles, weil das jetzt zum ersten Mal eine lange Fahrt war. Ja, ich habe die Nachtwachen nicht mitgemacht. Die Jungs haben sich dafür entschieden, dass ich mich hinlegen darf. Das fand ich sehr nett, habe ich natürlich auch in Anspruch genommen. Wegen deiner Seekrankheit. Genau. Und die Tage waren, ja, es war toll. Also es war so ein Drehpunkt für uns. Es war so wirklich jetzt so dieses Langfahrt, dieses erste Mal offshore sein, ohne Land, ohne Internet, ohne nix. Genau. Nix, außer ein rosa Flamingo. Also für mich ein ganz tolles Erlebnis war, wenn du in der Mitte von der Biscaya bist, dann hast du nach jeder Richtung ungefähr 100 Meilen nichts mehr und unter dir 4,5 Kilometer auch nichts, also nur Wasser. Und das fand ich irre. Also dieses Gefühl, über dir nur der Himmel, der Grund unter dir ist auch ganz schön weit weg und Land auch. Und du hast nur das an Bord, was halt da ist. Wasser, Energie, das fand ich ein tolles Gefühl. Aber wir waren eigentlich in A Coruña. Genau. In A Coruña begann ein für mich die nächsten Monate sehr prägendes Thema, und zwar das Orca-Thema. Also Segler unter euch haben davon schon gehört. Seit circa 2 Jahren greifen vor der iberischen Küste, also Spanien, Portugal, von oben eben Finisterre bis runter, Gibraltar, Orcas, Segelboote an in bestimmten Regionen zu bestimmten Zeiten, und die greifen an, die zerstören die Ruder, und das erste Boot ist vor kurzem gesunken, und für mich war das ein ganz großes Angstthema, und das hat da angefangen und hat mich eine ganz, 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 ganz lange Zeit auch begleitet. Also für mich war ja ein großes Angstthema bis dort gewesen, hält das Boot durch und kann ich das eigentlich, wobei dieses kann ich das eigentlich, das hat schon relativ früh wieder abgenommen, aber das Boot, diese Unsicherheit, Boot war ein großes Angstthema, das war ja so sozusagen mit Flo's Hilfe dann in A Coruña auch abgestellt, und dann begann eben das Thema, was auch wirklich schwierig war. Vielleicht einmal noch vorher, A Coruña ist eine ganz, ganz tolle Stadt, wir haben die Zeit dort wahnsinnig genossen, wir haben das erste Mal Kontakt zu anderen Langfahrern bekommen. Eine Gruppe, die sich da spontan gebildet hat. Wir sind dann mehr oder weniger mit Bodyboats eben mehr dann länger unterwegs gewesen, haben uns viel ausgetauscht. Wie war das für euch eigentlich? Wo sind bei euch die Probleme und so? Das war toll. Das war, hat viel geholfen. Da hat sich eine Gruppe gefunden, die auch heute noch Kontakt hat. Also schöne Grüße an die Nalas, an die Emmas und an die Tututs und an die Gaudi. Wir haben auch heute noch Kontakt und tauschen uns auch aus, auch wenn wir jetzt an ganz anderen Flecken sind. Und das finde ich ganz toll. Und wir waren lange zusammen unterwegs, auch aufgrund dieses Orca-Themas. Das hat uns halt auch so ein bisschen zusammengeschweißt. Ja. Wir sind dann von A Coruña aus relativ schnell um die Ecke rum, ums Cap Finisterre rum, und haben uns dann in die Rias Baixas verzogen. Die Rias sind Einbuchtungen an der Küste, relativ weit oben noch, wo so, Buchten halt nach hinten ins Land reingehen, und dort kann man eben ganz toll ankern, ganz toll Zeit verbringen. Es ist ein sehr schönes Urlaubsgebiet, ist Galicien, und wir waren dort mit eben unseren Bodyboats
mehr als drei Wochen vor Anker. Das war das erste Mal, dass wir richtig vor Anker waren und lange vor Anker waren, durchgehend, bis auf kurz mal Wasser auffüllen, Strom auffüllen, Müll wegbringen. Ansonsten vor Anker. Und das war toll. Also das war wirklich dieses nächste Puzzle zum Langfahrgefühl. Vor Anker liegen, unabhängig zu sein, autark zu sein, abends auf dem Vorschiff sitzen und den Delfinen zuzugucken, die Fische fangen, direkt 2 Meter entfernt von dir, könntest du über den Kopf streicheln. Und es war eine wahnsinnig tolle Zeit, die uns wirklich versöhnt hat für ganz vieles, was wir vorher erlebt haben und die uns gezeigt hat, das ist das, wo ihr hin wollt. Eigentlich hier, guck mal, das wollt ihr doch, oder? Das war das erste Mal auch türkises Wasser. Das war nach diesem Atlantikschwell auf der Biscaya und Costa del Morte runter, dieser Atlantikschwell, praktisch ja wieder so ein bisschen zurückziehen sich nochmal und keine Welle haben, so wie hier auch. Nochmal echt Ruhe, türkises Wasser, ja, so ein bisschen Urlaub und ein bisschen reinkommen und ja, auch mal eine Woche autark sein. Wir hatten vorher dem Anker noch gar nicht so wirklich vertraut. Wir hatten Schwierigkeiten mit dem Ankermanöver, das war noch nicht eingespielt. Das hat dann angefangen zu funktionieren und ja, das war toll nochmal. Und auch dieses langsam sich lösen von dem Hafen war auch ein tolles Gefühl. So schön wie die Zeit auch war in den Rias, war uns klar, der Winter naht. Und Galicien war nicht der Ort, an dem wir den Winter verbringen wollten. Wir wollten schon noch ein bisschen südlicher, so Portugal war unser Ziel. Und deswegen mussten wir uns irgendwann auch lösen von Galicien und weiterfahren. Und wir hatten aber immer noch das Orca-Thema, die wüteten immer noch, eben auch gerade an der Küste, wo wir waren. Und wir haben uns dann entschieden, nur in Tagesschlägen weiterzufahren. Was nicht ganz einfach ist, weil du in Portugal in die Häfen nur in teilweise nicht immer in die Häfen reinkommst. Also es gibt so ein Ampelsystem, das dann sagt, hier so, jetzt ist rot, du darfst hier nicht in den Hafen reinfahren, weil zu viel Welle, falsche Strömung, whatever. Verschiedene Möglichkeiten. Und ja, wir sind dann fast in Tagesschlägen die Küste entlang gefahren und es war schon ja, so ein bisschen ja, unter Zeitdruck. Also jetzt nicht negativ. Wir haben uns angeguckt, was wir uns anschauen wollten. Das war auch alles ganz schön, aber man muss jetzt auch nicht viel mehr als 2 Tage in Peniche verbringen. So, um es mal ganz blöd zu sagen, uns hat das gereicht. Und das, so haben wir uns durchgearbeitet bis nach Porto. Also in Porto sind wir dann reingefahren, haben Anker geworfen und haben uns da auch ein bisschen mehr Zeit gelassen und waren da tatsächlich wieder auch nochmal echt lange vor Anker, weil wir uns am Anker inzwischen schon so gut vertraut haben, dass wir da gar keine, also unsere Freunde sind in den Hafen rein und wir sind schön vor Anker geblieben, weil es einfach funktioniert hat und gut für uns war. Wir haben da auch das erste Mal dann den Generator angeschmissen, Strom gemacht, also es war wieder ein Baustein auf dieses Autarke hin, das war gut. Genau, aber auch da mussten wir irgendwann weiter und sind dann gefahren nach Eurasch und haben dort in Eurasch eine Entscheidung getroffen, weil es war schon November. Genau, Eurasch liegt an der Bucht, wo dann Lissabon auch drin liegt. Und ja, wir kamen dort an mit unseren Bodyboats mehr oder weniger und ja, für mich ergab sich auf einmal die Möglichkeit zu arbeiten. Gleichzeitig war ja die Frage, wo verbringen wir den Winter? Und wir haben uns dann in Lissabon schlau gemacht nach Marinen und haben festgestellt, ganz hinten, Parquetas nach Schoisch, also das war früher mal das Expo-Gelände war, ist ruhig am Ende gelegen, total sicher, total ruhig, total zentral. Super Flugmöglichkeiten nach Deutschland, ich kann arbeiten, perfekt. Und da war dann die Entscheidung da. Okay, wir überwintern jetzt in Lissabon, das ist nicht Algarve, das wäre das Traumziel für den Winter gewesen, aber hey, wir sind in Portugal für den Winter und das war alles andere als klar gewesen zwischendrin, ja, ob wir dort überhaupt ankommen. Genau, und für uns war das eine gute Entscheidung, weil wir in Lissabon eine tolle Marina hatten. Wir konnten uns ganz viele Sachen schicken lassen, ja. Wir haben viele Ersatzteile uns schicken lassen, wir hatten tollen Kontakt zu Leuten, die uns ganz viele Tipps geben konnten, wo wir noch mal was machen können, was besorgen können.
Wir konnten sehr gut nach Deutschland auch fliegen und sind dann eben auch nach Weihnachten mal nochmal nach Deutschland geflogen, haben die Familie besucht, was man so alles macht. Christoph konnte in Ruhe arbeiten. Ich habe die Stadt genossen in aller Ruhe und es war genau richtig für uns. Und es tat auch tatsächlich gut, eine Zeit lang an einem Ort zu sein. Trotzdem immer noch auf dem Boot, das war unser Zuhause und ich hätte mir auch nichts anderes vorstellen können, aber an einem Fleck. Und ja, nicht wieder alles verräumen, alles verstauen, sondern wirklich mal auch mal die Tasse stehen lassen können. Ja. Außerdem ist es ja auch so, vieles auf Langfahrt ist ja, wo bringe ich den Müll weg, wo kriege ich Diesel, wo kriege ich Lebensmittel, wo kriege ich die Ersatzteile her? Wo kann ich waschen? Wo kann ich waschen, Wäsche waschen, klar. Und das ist halt auch schön, wenn du mal so einen Ort hast. Die Gefahr ist immer, dass man dort hängen bleibt. Also wir haben das auch kennengelernt, Langfahrer, die dann sehr lange irgendwo bleiben, genau deswegen, weil es auf einmal so komfortabel wird. Aber wir haben es genossen, 4,5 Monate Lissabon war zu lang für uns. Aber es war mal gut, Ruhe reinzukriegen. Genau. Winterpause und dann kommt auch schon unser 4. Teil. Nach der Winterpause ging es dann direkt weiter unter dem Motto 50 erste Dates oder auch nur die Harten kommen in den Garten. Genau, wir hatten es ja geschafft bis Portugal, hatten zwischendrin sehr dran gezweifelt, ob wir die Richtigen dafür sind, ob das Boot das Richtige ist, ob wir das können, ob wir das vielleicht auch wollen, ob wir das durchhalten, tralala. Aber wir waren dort und jetzt geht's weiter. Es ist aber auch der letzte Teil in diesem Video. Und von dort an war das irgendwie, wie die Bremse hat sich gelöst. Es ist schönes Segeln. Wir hatten wirklich schöne Segelmomente runter bis zu dem Punkt, wo es in die Algarve reingeht. Ganz tolle Segelmöglichkeiten. Wir haben das erste Mal länger geankert. Richtige Ankererfahrung mit allem drum und dran. Wir hatten ja Solararbeit, Energie hat gepasst. Das Einzige, was wir noch nicht gemacht haben, war Wasser machen, aber ist auch egal. Und dann, wir hatten aber bis jetzt immer noch die Möglichkeit, wenn Energie und Wasser knapp, gehen wir in den Hafen. Es war genau. Winter noch, also Winterpreise. Algarve ist sehr günstig, wir zahlen mit unserem Boot um die 20 Euro dort in Portugal pro Nacht. Und sind dann, für mich war die Algarve ein Traumziel. Ich wollte dort sehr lange bleiben, aber dieses Orca-Thema war so entscheidend, ja, dass wir eigentlich nur 2 kurze Stops in an der Algarve gemacht haben. Unter anderem Culatra, die Bucht von Culatra, wunderschön mit einer vorgelagerten Insel. Habe ich morgens noch die Drohne fliegen lassen und wir wollten eigentlich nur so 20 Meilen in den nächsten Hafen rein. Und wie wir rausfahren, stellen wir fest, Mensch, wir haben ein geiles Wetterfenster, um nach Gibraltar durchzufahren. Ja. Wir könnten außenrum, um das ganze Orca-Thema, dort wo die höchsten Angriffsdichten sind, könnten wir außenrum fahren. Würden uns der afrikanischen Küste ein Stück weit nähern, dann praktisch Richtung Gibraltar abbiegen und haben uns dann entschlossen, relativ spontan. Wir waren aber trotzdem gut vorbereitet. Wir haben noch den Reed studiert, wir haben noch die Karten studiert, wir haben noch aus dem Internet alles abgerufen, was wir brauchen. Wir hatten Wasser und Essen an Bord. Wir waren ausgeschlafen, wir haben uns das zugetraut und dann haben wir gesagt, okay, wir machen jetzt diesen langen Schlag. Und das war eine sehr, sehr gute Entscheidung. Und zwar auch eine überraschende Entscheidung, weil morgens noch so dieses Urlaubsgefühl, Culatra, und heute Abend bin ich in irgendeinem Hafen. Und dann auf einmal ist man 48 Stunden später in Gibraltar und hat damit eine weiter riesige Etappe. Ja, wenige Tage nach Lissabon. Gesundheit. Entschuldigung. Und hat damit ein paar Tage nach Lissabon schon die nächste Riesentappe, nämlich Gibraltar, erreicht. Also die Grenze zum Mittelmeer. Genau. Das war, mir tut das auch wirklich leid für Christoph, weil das mit der Algarve war ihm wirklich wichtig. Aber ich konnte diesem Orga-Thema einfach nicht entgehen. Ich habe das alles gelesen, verfolgt und so weiter. Und für mich war es sehr gut, dass wir das gemacht hatten, weil ab dem Moment war für mich wieder Segeln Spaß. Ich hatte wieder Spaß, ich konnte angstfrei segeln, ich saß drin und ich habe es genossen. Ich habe es genossen, nachdem wir in Gibraltar in La Linea los sind und unsere erste Etappe nach Motril. Das war für mich ein wirklich befreiendes Gefühl, weil ich musste keine Angst mehr haben. Ich hatte Delfine gesehen und habe mich gefreut. Und das war toll. Dadurch, dass dieser Orca-Stress weg war, konnten wir auch endlich mal wieder lange Schläge machen. Und wir sind nach Gibraltar
wirklich in 3 langen Schlägen auf die Balearen gefahren. Wir haben gar nicht mehr gebummelt und gar nicht mehr uns allzu viel Zeit gelassen. Warum sind wir nicht gebummelt? Also für mich, muss ich ehrlich sagen, war das Alboranmeer, das ist ja der erste Teil vom Mittelmeer, auch ein bisschen eine Enttäuschung. Ich hatte eigentlich gedacht, so ein bisschen wie Algarve mit Sandstränden und vielen Ankermöglichkeiten geht es da weiter. Das ist nicht so. Das ist schroffe Felslandschaft, wenige Ankermöglichkeiten, aber eine wunderschöne Küste. Also, und ja, und wir haben eben festgestellt, dass wir, also wir hatten Bock zu segeln, die Bremse war gelöst, wir konnten ohne Ölzeug auf einmal sehen, es war warm, wir hatten nicht mehr den atlantischen Schwell, wo Marion immer so ein bisschen Schwierigkeiten hat mit Seekrankheit. Also es waren viele, die Orcas waren weg, viele Angstfaktoren waren weg und damit waren auch Nachtschläge, lange Schläge, wir haben es uns zugetraut, ankern konnten wir mittlerweile und dann sind wir eben also nach Motril, von Motril nach Cartagena und von Cartagena dann nach Formentera gefahren und das hat Spaß gemacht. Wir hatten auch Bock zu ankern, also wir sind in Cartagena, ist nochmal ein Thema, worauf wir drauf eingehen müssen kurz. Wir sind in Cartagena viel geankert und wir hatten da richtig, richtig Spaß dran und wir hatten richtig Bock drauf. Wir haben das erste Mal Wasser selber gemacht und das war, wir haben hier in Cartagena Wasser gemacht. In der Algarve de Chica. Genau, wir haben in Cartagena das erste Mal Wasser gemacht und das war der letzte Baustein zum Autark und es hat alles geklappt und wir hatten Bock zu ankern. In Cartagena habe ich eine Info aus Deutschland bekommen und wir mussten kurz pausieren und für 4 Wochen nach Deutschland fahren. Diese Info, da kommen wir später nochmal darauf zurück, haben also eine kleine Pause gemacht, die so nicht angedacht war, weshalb wir auch später auf den Balearen ankamen, als wir es wollten. Aber wir kamen irgendwann auf Formentera an. Und Formentera war für mich der Inbegriff von dem Leben, das ich haben möchte. Türkisfarbenes Wasser, man sieht den Schatten vom Boot auf dem Grund. Und das wollte ich, das war so ein Traum von mir. Dieses türkisfarbene Wasser, ich glaube, ich bin süchtig danach. Also das, was man jetzt hier hinter uns sieht. Das ist, ach, das tut gut. Das finde ich toll. Und da wollten wir einfach hin, ja. Möglichst noch, bevor so richtig die Hauptsaison anfing. Und da wir eben in Cartagena noch mal 4 Wochen lagen, sind wir dann auch wirklich gleich noch mal in so einem Schlag rübergefahren, der aber ganz toll war, weil wir den Parasailer auch zum ersten Mal austesten konnten. Wir wussten nicht, was wir tun. Nein, aber wir wussten nicht, was wir tun. Aber es hat gut funktioniert. Wir hatten so viel Vertrauen, wir sind damit durch die Nacht geflogen. Also Fazit von 365 Tagen. Deins? Meins. Ich bin froh, dass wir durchgehalten haben. Wir konnten mehr, als wir glaubten. Das Boot konnte weniger, als wir glaubten. Es waren viel mehr Anfangswehen, als mit dem ich gerechnet hatte. Wir haben 2 Riesenfehler gemacht. Wir haben gepowert bis zum Ende, bevor wir losgefahren sind. Wir haben das Boot vorher nicht gekannt und wir haben es auch nicht eingesegelt mit dem Equipment. Das heißt, wir waren nicht auf das Boot eingestellt. Und deswegen war der Start auch so holprig. Also, aber wir haben es geschafft, wir sind hier. Ja, und wir wollten auch gleich powern. Also wir haben die Fahrt nicht langsam angelassen, sondern unser Plan war gleich powern. Also wir haben auch welche getroffen, die haben gesagt, du, wir sind nur in den nächsten Hafen um die Ecke rumgefahren. Hauptsache, wir sind losgefahren. Und dort lagen wir nochmal 2 Wochen und haben noch ein paar Sachen gemacht. Und wir in unserem jugendlichen Leichtsinn haben gedacht, boah, 3 Tage hier bis englischer Kanal durch, zack, boom, bang. Und wir können das ja, tschakka. Ja. Genau. Ja. Mein Fazit, also die Höhen sind höher, die Tiefen sind tiefer, es fühlt sich alles viel intensiver an und das Schwerste ist das Loslassen, also die Veränderung zulassen und Pläne loslassen. Also du kannst als Segler, hast du Vorstellungen, aber du hast keine Pläne, weil Pläne funktioniert nicht, dann passt das Wetter nicht, dann startet der Motor nicht, irgendwas, wenn du einen Plan hast, das geht einfach nicht. Dann bist du in Fécamp und die Welle ist falsch. Genau, also du hast Vorstellungen,
Möglichkeiten, alles, aber keinen Plan. Und dieses Loslassen von den Plänen, das fand ich, das ist auch heute manchmal noch eine Herausforderung. Es gehört jeden Tag mit dazu zu unserem Leben. Jeden Tag ist irgendwas doch anders, als wir gestern noch gedacht haben, dass es ist. Aber das, was es uns gibt, ist das alles einfach wert. Es ist so vieles wert, das, was wir hier bekommen und was wir erleben, was wir sehen können, die Menschen, die wir treffen, die Hilfe, die wir bekommen, das Feedback, das wir bekommen, das ist einfach toll. Also wirklich toll. Ja, und es ist auch wirklich ein Geschenk. Also wir sind ja jetzt hier in der Urlaubsregion und wenn wir sehen, wie eng die Strände voll sind, dann sind wir auch, dann wissen wir das jedes Mal zu schätzen. Wir steigen ins Dinghy auf unsere private Insel, haben blaues Wasser um uns rum und haben alles an Bord, was wir brauchen. Wir haben uns, ach ja, genau. Einer sagte zu mir, und vergiss eins nicht, das wichtigste Ersatzteil, wobei Ersatzteil ist ein fürchterliches Wort dazu, ist der Partner an Bord. Und das stimmt auch tatsächlich, weil so eine Reise wäre langweilig, würde man sie alleine machen. Und aber es ist auch immer, bedeutet, wir haben es ja auch angedeutet, dein Traumziel ist hier, meinst es vielleicht woanders. Es bedeutet auch viele Kompromisse einzugehen. Und es lohnt sich aber. Es macht Riesenspaß. Es ist eine riesige Herausforderung, jeden Tag aufs Neue mit den Umgebungen klarzukommen, mit diesen Bedingungen klarzukommen. Aber es ist eine Riesenbelohnung. Es ist auch für eine Partnerschaft immer eine Herausforderung. Das, glaube ich, sollte man auch dazu sagen. Also wenn man vorher schon lange zusammen war, dann ist es trotzdem noch mal was anderes, wenn man zusammen auf dem Boot lebt und so eine Reise macht. Also auch das ist für eine lange Partnerschaft auch immer was Neues. Und eine Herausforderung, die es auch wert ist. Auch dieses Feedback haben wir auch von den anderen bekommen, die auch schon lange zusammen sind und zusammen unterwegs sind. Das deckt sich doch in vielen Bereichen unser Fazit mit den anderen. Ja. Genau. So, jetzt einmal kurz zu der Geschichte von Katharina. Es ist so, dass ich aus privaten Gründen für eine Zeit lang nach Deutschland fahren werde und wir daher die Reise, so wie sie im Moment ist, für eine Zeit lang pausieren werden. Wir werden das Boot in einen Hafen bringen an der Mittelmeerküste. Wir werden im Mittelmeer bleiben. Das haben wir lange besprochen und diskutiert. Im Moment ist die Vorstellung, dass wir im Mittelmeer bleiben, das Boot dort erstmal verbringen und dann irgendwann anfangen, auch mal noch die Dinge zu machen, die wir noch machen müssen, sowieso am Boot. Also wir müssen am Unterwasserschiff noch ein paar Sachen machen, jetzt ein oder andere Seeventil austauschen und so weiter und so fort. Und das werden wir dann an Land machen, um dann nächstes Jahr relativ früh, sobald es halt das Mittelmeerwetter zulässt, zu starten Richtung Italien. Das, was jetzt leider untergegangen ist oder untergehen wird. Und dann werden wir uns nochmal den Rest vom Mittelmeer anschauen und vielleicht auch noch Richtung Griechenland fahren, je nachdem, wie es ist. Also wie gesagt, keine Pläne, nur Vorstellungen. Das verpasst ihr am wenigsten, wenn ihr einfach Abonnenten bleibt oder uns abonniert. Und es wird auch auf Insta und Facebook etwas ruhiger werden. Wir sind nicht aus der Welt, wir sind immer noch da. Aber wir müssen jetzt runterfahren, kürzer treten und erstmal ein paar Dinge regeln, die zu regeln sind. Zwei kleine Anmerkungen dazu. Marion muss was familiär regeln, also sie ist nicht krank, also keine Sorge. Und es kann natürlich sein, dass ich einzelne Videos mal nur mit mir mache. Das heißt nicht, dass Marion raus ist, das heißt einfach nur, sie ist in Deutschland. Also ich werde versuchen, den Kanal auch aufrecht zu erhalten. Wird wahrscheinlich so sein, dass ich noch 4 Wochen im Mittelmeer dann bin und das Boot verbringe. Vielleicht kommt da noch die eine oder andere. Ja, wo ist er dann? Einhand. Wir üben schon gerade Einhand. Anker werfen, Anker einbringen, Anker hochholen. Segel setzen, Parasailer setzen und bergen alleine. Genau. Genau. Ja, ich würde sagen, das war
unser Rückblick auf 365 Jahre. Jahre. Da kommen wir noch hin, wenn wir so weitermachen. Genau, aber im auf Moment 365 nur Tage. Tage Langfahrt. Und ja, wir hoffen, es hat euch gefallen. Es war jetzt viel Gequatsche, aber genau. Wir wollten, wie gesagt, euch das ein bisschen mitnehmen, was es uns gebracht hat und euch vielleicht auch ein bisschen motivieren. Ja. Wenn du das irgendwann machen möchtest, dann mach's. Ja. Mach es früher, lieber früher als später. Und es gibt nie den perfekten Moment und das Boot ist auch nie fertig. Es ist nie fertig. Also selbst Freunde, die lange das Boot fertig gemacht haben, sind losgefahren und reparieren sich auch von Hafen zu Hafen. Also es ist immer, immer was. Kommentare, sag mir, wie du es gefallen hast, sag uns, wie du es gefandst. Wenn Fragen offen geblieben sind, natürlich gerne, jederzeit. Ja, bitte. Und ja, toll, dass du bis hier dabei warst. Vielen Dank. Abonnieren, share, like und comment, Facebook und Instagram und tschüss.